Servus Leute, wie geht's? Ich bin's wieder, euer Hafi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute gibt's ein Spiel, worauf ich mich eigentlich schon die ganze Zeit freue oder besser gesagt spielen wollte. Aber wegen einer bestimmten Person ging es ja nicht. Okay, ich fahre. Und er fällt gerade weg. Du kannst dir mal vorstellen. Es ist der Nico. Ey! Small. Ey! Jawohl, jetzt kannst du fahren. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass es so ein Projekt wird, wo man zusammen viel Scheiße macht. Und ja. Kann man sogar driften, das ist geil. Jawohl. Das brauchen wir jetzt auch. Und wir sind hier in der Anfangsmission und wollten euch das Anfangsgelaber euch nicht zeigen. Okay, wir müssen da rüber, Moritz. Ja, fahr einfach durch, ist doch scheißegal. Fahr einfach jetzt rechts rum. Kawabanga! Alles klar. Ja, gut. Weißt du, ob wir zu weit. Was machst du? Ich schau gerade, wo wir langfahren könnten, links. Ist doch egal. No! Jawohl. Ah, scheiß drauf. Also Leute, ihr seht, wie langweilig oder wie schlecht er fahren kann. Der Weg ist ein bisschen uneben. Ja, ja, jetzt kommen die Ausreden, ey. Und im echten Leben ist es auch nicht besser, müsst ihr wissen. Ich bin zwar noch nicht mit ihm mitgefahren, aber wow. Und vielleicht kommen auch noch andere zu diesen Projekten dazu, zum Beispiel Thomas, den ihr aus Rocket League kennen müsstet. Und ein ganz neuer Gast. Gast, sage ich schon. Halt eben jemand, den ihr noch nicht kennt, aber den Namen möchte ich auch noch nicht sagen. Verfickte und Scheiße! Alles richtig. Das funktioniert doch alles, Moritz. Ach Gott, ey. Im Laufen bin ich sogar schneller als du. Okay, wir sehen uns oben, ne? Ja. Also wer jetzt als erstes da ist, hat gewonnen. Okay. Bin ich mit einverstanden. Ja, ich eigentlich nicht, aber gut. Ja, soll ich dich doch mitnehmen? Nö, jetzt kann ich auch laufen. Überlegen, wie es am schlausten ist, zu fahren? Ah, jetzt sehe ich das gerade. Ja. Wir spielen jetzt hier auf dem PC. Wir beide haben es, glaube ich, auf sehr hoch eingestellt. Oder ich bisher noch auf Ultra. Sieht man ja auch, glaube ich. Und ja. Ich wollte schon sagen, ob da ein Motorrad steht. Wir sind auch im Überlegen, ob wir hier das mit dem Controller zocken. Mit dem Controller. Weil solche Spiele einfach angenehmer sind, mit dem Controller zu spielen. Nico, nehm ich mit! Was? Licht, Handbremse, Sitzwechsel, okay. Boah. Ist doch keine Polizei. Ist doch egal. So, wir kennen uns auch gar nicht gerade mit der Steuerung auf dem PC aus. Deshalb Entschuldigung jetzt erstmal. Wenn ihr seht, wir uns jetzt gleich erstmal blamieren. Ich habe schon die Beta auf der PS4 gespielt und wir sind da. Alles klar. Wie komme ich raus? E. Drück einfach E. Verschrecken wir das Ziel nicht. Einführung, Aufklärung. Okay. Drücke Y, um die Drohne. Nico, lass mich mit der Drohne fliegen. Setze Drohne ein. Lol, aber wie komme ich hoch? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Erkennt Amarus Aufenthaltsort. Ziel Nummer 2 da. Hä? Warte kurz mal.
Wie kann ich mich hier hinsetzen? Ich verliere das Signal! Lol. Ja, du Ping, Signal, Shift ab. Dann komme ich wieder raus. Okay, ballern wir mal ein bisschen. Perfekt, haben wir. Das war ja noch. Ah, auf C legt man sich hin. Okay, und geht in die. Muss ich doch noch umstellen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ha! Tango getroffen. Bitch. Boom, Bitch. Get him away. Oben ist jetzt gleich jemand. So, welche Calls macht man halt eben, wenn man zusammen spielt? Warte. Ich sehe keinen. Pushen. Ich geh mal ins Haus rein, warte. Ich muss. Oh! Oh! Junge, kann, was willst du mit dem Vogel? Kann sein, dass wir jetzt die Mission nochmal neu spielen müssten. Ich hätte eh drücken müssen. Ich hab aus Versehen F gedrückt. Das war irgendwie Reflex. F war Neukampf, glaube ich, ne? Ja, ist doch egal, das war easy. Auf jeden Fall ist Y die Drohne, das ist perfekt. Ja, komm, Alter, da ballern wir uns jetzt eben schnell mal durch. Wie er geflogen ist, hast du es gesehen? Nö, ich hab ihm einfach einen Headcraft gegeben. Pistol Power, Alter. Los. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. So haben wir. Dort kommt jetzt nochmal, das haben wir ja gesehen. Ey, wo ist der? Da. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Und jetzt für meiner. Also, ich drücke jetzt wieder mal eben. Oh oh. Habe Abschuss bestätigt. Coopere y todo saldrá bien. B verhören. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Jawohl, und unten ist jetzt eine kleine Minibasis, wo wir uns mal durchballern können. Wie kann ich mich eigentlich hinsetzen? See. Was? See, glaube ich. Okay, ich hinlegen. Oh, da haben wir mal wieder ein nices Aim bewegt. Wir müssen weitermachen. Vielleicht so, und jetzt kommt der beste Fahrer von uns beiden. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, ich weiß gar nicht, wie die Steuerung geht. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Nico, Spiel. Was machst du? Los geht's. Warte, ich will kurz gucken. Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Oh lol, war die Drehung nice. Ach du Scheiße. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Also, das Santa Blanca-Kartell macht große Fortschritte in Rebellen, aber das schafft er nicht allein. Es dient so nur der Bakatari unserer Rebellen. Auto und Hensas wollen euch aus den Armen tragen und die Kontrolle in die Hände der Bauern nehmen. Aber Bakatari lügt. Guckt euch das an, Leute. Guckt mal, wie ich ein bisschen hier abkürze. Aber sie wollen nur Macht. Kontrolle. Wir haben das schon auf dem ganzen Kontinent gesehen. Aber Santa Blanca hat euch euer Schicksal als Individuum in die eigenen Hände gelegt. So sieht es heute aus. Kein mögliches Morgen, auf das man hoffen muss. Es aura, Wanda. Keine Partei erzählt euch, wie ihr Leben. Ihr müsst wissen, so im Real Life war ich nicht. Wir haben in Bolivien investiert, Jobs geschaffen, euer Leben verbessert. Aber Pakatari und seine Rebellen betrachten die Sicherheit dieses Lebens. Keine Ahnung. Ich fliege irgendwie so ein bisschen rum. Ich hüpfe rum wie Bambi. Unterstützt Bakatari und die Rebellen nicht. Meldet Rebellenaktionen direkt an Santa Blanca. Wir können die Bedrohung aufhalten. Ja gut. Ich glaube, so sollte man nicht runterfahren. Hier ist Olivia Kreuz. Wenn ihr eine Frau seid, ich werde dir immer herrschen. Madonna genannt. Wir nennen uns der Atoyo-Farm. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten.
Checkt eure Ziele. Auch, wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Leute. Aber als ob ich... Was wurde ich jetzt gerade angehalten? Hey, wie kann ich mich denn bitte ducken, ne? Ducken, keine Ahnung, muss ich... Steuern? Neko, Vorsicht. Hier ist eine Gegnerbasis, ich sag's dir schon mal. Oh fuck, jetzt muss ich aus. Hä? Perfekt. Ich geh mal rein, kümmere du dich mal um die. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Das ist ein Heli. Ich flieg. Ich flieg. Ich. Halt's Maul. Nein, du kannst es nicht. Ey, wir stürzen alle ab. Also. Jetzt den Zoom und lernen. Schiff, okay, WASD. Lass das Schiff los. Jetzt sterben wir alle. Kommt's euch an. Okay. Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich. Hallo? Hoch, hoch! Ich komm hoch! Du kommst hoch, na Lecker. Aber wie komme ich weiter hoch? Noch 1,8 Kilometer. Jawohl. Jetzt hätte ich auf Fallschirm, weil dann würde ich rausspringen. Halt's Maul. Ey, wir haben vorher jemanden, den wir dahin bringen müssen. Jetzt landen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Scheiße, das wird nichts. Der Ansatz war ja schon scheiße. Okay, wie kommt Nico, runter, nicht hoch, runter. Ich muss kurz den Steuerbord nachschauen. Wirklich. Tastenbelegung. Stimmt, musst du auf S runter. Hubschrauber. Du bist da so, super vorbereitet. Gas geben. Okay, Gas geben, Schiff, Steuerung, Abwehr, aufwärts wecken, dann kann ich runter, Gas wegnehmen, Steuerung. Das war's. Das war's? Na moin. Flüchten. Jetzt sterben wir alle. Hier ist eine Waffenkiste. Eh sichern. So, was kommt jetzt? Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aucas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swing ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Hat sogar Skins aus. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen.
Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Wir drehen jeden Stein um, jawohl. So, guter Anfang. Jawohl. Aufgepasst. Bormans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Ausrüsten erstmal. Sturmgewehr P416. Oh, ich habe Fertigkeiten, jawohl. Kaufen und. Achso. Welche Waffen haben wir denn nur die MP5? Ich hab sowas ähnliches wie eine G36, das kannst du dir glaube ich noch in den Belohnungen abholen. Weil das ist eine Waffe, weil du, wenn du Rainbow Six hast. Ja, ich habe doch Rainbow Six. Ja, dann guck doch mal unter Belohnungen. Shift F2 und Belohnungen. Also Leute, ihr seht, wir sind wie immer super vorbereitet. Belohnungen. El Muro! El Muro! El Muro! Das Rainbow Six Paket meinst du? Die Scorpion meinst du? Ja, ich habe jetzt gerade eine Waffe gekauft für 40 Ding Credits. Kann ich wieder auswählen? Jawohl, wie kann man jetzt die Map hier öffnen? Auf Escape, oder? Nö. Hä? So, wie kann man jetzt die Map öffnen? Das ist jetzt. Ach, STRG tut man sich hinhocken. Aber wie öffnet man jetzt die Karte? M. Jawohl. So, und jetzt müssen wir zu diesen vier verschiedenen Punkten. Ihr seht es ja auf der Map. Und müssen dort die einzelnen Missionen erledigen. Ich hätte gesagt, wir fangen ja mit der ersten an. Ich markiere mal die erste und fliegen dort mit dem Hubschrauber hin. Und dann. Warte, ich komme mit. Wo bist du? Warte, ich bin noch bei dir. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Komm, fliegen wir mit dem Hubschrauber hin. Mich an dich verwiesen. Meine du Leute fliegst. In Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von Juan Polito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte. Also, Nico, du fliegst? Könnt ihr ihn für uns überfallen? Ja. Schon erledigt. Gibt Katari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt den von uns. Je mehr er unsere Hilfe braucht. Warte, snipest du das? Ich möchte aber aussnipen. Ich nehme trotzdem die Sniper mit. Ja, ich auch. Ey, schon automatisch der Schalldämpfer drauf? Nico, weißt du das? Was? Ob der Schalldämpfer automatisch drauf ist? Müsste eigentlich, wenn du dann auf F drückst bei der Waffe, müsstest du anpassen. Ja, das ist glaube ich auch. Oder warte, wie hört sich's bei mir an? Ja. Ja, und jetzt dauert's ein bisschen. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Danke für Ihr Verständnis. Und es gewittert und regnet, jawohl. Aber es geht schnell mit dem Hubschrauber. Ja, jetzt so langsam habe ich die Steuerung auch raus. Lass uns mal auf den höher gelegenen Ort raus, dann können wir die alle wegsnipen. Ich flieg mal, geh mal raus. Nein. Es ist die Frage, wo soll ich landen, Moritz? Auf dem Berg, ist egal. Ey, ich kann nicht raus. Ist das überhaupt ein Feindgebiet? Drohne fliegt. Ha? Ach, ich kann auch die Drohne fliegen. Ne? Das sind da ganzen Screenshots und Videoclips drauf, was du gemacht hast. Hätte ich nicht gebraucht. Ja, dann nehme ich wieder einen Landwirtschuss. Doch, sehr bloß.
Ja, wenn der Cyclone das irgendwann aufnehmen wird. Weißt du, das ist doch ein Freund über uns, ich glaube schon, ne? Ja. Lass uns mal auf den Weg dort. Oder. Ja, warte, ich flieg mal woanders. Man sieht ja auf der Map, was so rot ist. Ja, lass uns mal hier runter. Ja, warte mal, ich kann noch was hier. Nico, was machst du? Das dürfen wir noch mehr laufen. Danke dafür. So. Okay. Oh. Oh, ich bin gestorben. Weil ich heb dich gleich auf, Moritz, warte. Hilfe, Mami, Hilfe! Es kommt davon, wenn wir beide snipen. Und ich warte. Moritz, ich bin gleich da. Und ich warte. Und ich warte. Stufe 3 erreicht. Warte, ich kann dir helfen. Wo steht denn das mit Stufe? Das wird dir angezeigt eigentlich. Warte, es kommt noch mehr. Verdammt, das war knapp. Oh, danke. So, die sind weg. Ach, jetzt habe ich meine Skorpion. Gegner am Boden. Ah, das ist eine One-Shot-Waffe. Also Leute, ihr seht, wie ich mich blamiert habe. Danke dafür. Und Nico ist weg. Ich pack's nicht. Ich bin gleich da, Moritz. Bist du schon wieder down? Ja, ich liege im Sterben. 7, 6. LOL! Danke dafür, Nico. Ey, wie machst du denn? Du bist so mit reingerannt, du Fickgesicht. Ja, hallo? Du bist warst einfach kurz weg. Ja? Nimm das. Komm, komm da dagegen, komm. Jetzt haben wir jetzt einen Versuch mit dem Controller, soll ich mal? Weil ich habe jetzt meine PS4 wieder. Okay, jetzt haben wir keinen Helikopter mehr. Danke dafür, Nico. Jetzt kann du man bist doch gestorben immer als erstes. Ja, du doch auch. Bist also, zweimal gestorben. Ja, und ich snipe. Juckt nicht. Halt's mal. Ziel eliminiert. Das geht, weil ich schon besser bin als du. Nein. Wie eine kleine Gruppe Tangos. Oh. Du musst auf Kopf zielen, du Fickvogel. Ey, der war doch getroffen! Hinten ist einer. Ja, das sieht man ja auch auf der Map. Ne, warte, unten ist aber trotzdem noch ein Heli, ne? Wow, wow, wow. Hey, von wo? Achso, da. Boah, wenn der nicht getroffen hat, weiß ich auch nicht mehr. Da, danke, Nico. Unten ist noch einer. Ich bin dort oben. Hä, hey, hinter uns. Hab ihn. Ja, gucken, wie weit die sind. Fuck, fuck, fuck! Kommt raus. Ja, mit Steuerung ist hinsetzen, Moritz. Ja.
Der Heli ist doch ein Heli. Unter uns ist jemand. Ich bin gerade zu sehen, oder? Jawohl. Warte, wo ist das? Aber wenn der nicht getroffen war. Oh, jetzt hier bei mir ist eine Waffenkiste. Ich bin immer bei mir. Kann ich einfach so hier runterspringen? Oder sterbe ich jetzt? Nö. Wo? Ganz oben wahrscheinlich im Haus, ja. Hier. Ach, noch eine Etage höher. Super gefunden, Sturmgewehr, Kompensator. Wo sind die? Yo, hier ist eine Waffenkiste. Automatisch. Von da hinten. Ja, was machst du? Da hinten einer sitzt. Achso, das überlebt's nicht. Ja komm, pushen wir, ist egal. Juckt nicht. Ach, wir wollen eine Runde. Komm. Geh nochmal auf. Abschluss bestätigt. Okay, untersuchen. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Willst du da woanders sein? Na, ich hätte jetzt erst mal gesagt, das war's jetzt von der ersten Folge, oder? Ja, ich hab ja gesagt. Also, ich bedanke mich fürs Zugucken. Du bestimmt auch, hoffentlich. Jo. Ja, vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss. Ciao, ciao.